Okay. Dafür müsstest du schon stärker sein. Lass nicht nach! Gib ihm Saures! Au. Hab dich! Weiter! Hoch! Ja, Pater. Spartiaten stehen so schnell wieder auf, wie sie fielen. Alles klar, Hunter. Hau rein. Okay. Beine auseinander. Ein Soldat braucht einen festen Stand. Gut. Gut. Na los. Das reicht jetzt, Nikolaus. Die Sonne geht unter. Zeit fürs Essen, meinst du nicht? Heute Abend essen wir die kleine Cassandra. Was das für ein Festmahl wird. Nein, nicht sie. Nimm mich stattdessen. Ich schmecke viel besser. Ja, ja, du bist so süß wie Honig. Und jetzt komm rein. Das Lamm wird schon schwarz. Hier, leg sie in ihr Bett. Natürlich, Pater. Alexios. Du bist mein größter Stolz. Vergiss das nicht. Du wirst dieser Familie Ruhm bringen. Los. Das ist auch schon... Also ich finde nicht, dass es auf Cassandra zugeschnitten ist. Ich finde schon, dass es auf Alexios zugeschnitten ist, aber vielleicht kommt sie noch. Stimmt. Du sorgst dich zu viel. Und du nicht genug. Alles wird gut, wenn wir aufeinander aufpassen. Da fällt mir ein, die Schläger sagten, du sollst aufpassen. Was genau sagten sie? Dass der Zyklop ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt hat. Talos, die Steinfaust, will deinen Tod. Talos, der Söldner? Bleibt mir denn gar nichts erspart. Du solltest ihm besser zuvorkommen. Man sagt, er sei ziemlich brutal. Ich finde allein zurück nach Hause. Danke, Alexios. Ja, kein Problem. Talos, die Steinfaust? Genau das hat mir heute noch gefehlt. Eine gebrochene Nase. Darum werde ich mich wohl kümmern müssen. Okay, du wirst gejagt. Ein Kopfgeldjäger wie Talos sind feindliche Söldner, die auf die Jagd auf dich machen. Solange ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt ist, normalerweise kannst du den Stifter eines Kopfgelds einfach ausbezahlen, der Zyklop lässt sich nicht ausbezahlen. Aber der Zyklop lässt sich nicht ausbezahlen. Ah, okay. Ja, der gehört ja auch zur Story. Okay. Alles klar. Was wird das? Talos, die Steinfaust. Ich muss mehr Ding trainieren. Weil wie ich tatsächlich hier Rang 9 schon bin. Nur wegen meinen Sachen, oder was? Die Boni-Sachen, die ich da anhabe. Der Adlermann. Unentdeckt. Das sind die Söldner. Wir sind ja auch ein Söldner. Wir haben auch jetzt hier neue Fähigkeiten. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Ich würde es natürlich auf, wie immer, Schleichen setzen. Schattenattentat. Genau. Drücke, um Schattenattentat zu verüben und niederzuschlagen. Okay. Das finde ich geil. Was gibt's sonst noch? Aufgeladener Schwertangriff. Den Tritt finde ich auch geil. Damit kann man nämlich auch einen quasi erledigen. Lautlos. Okay, das ist Pfeil und Bogenschießen. Das auch. Vergifteter Angriff oder Attentatfähigkeit. Ah ja, das nehme ich.
kann ich Gegner aufdecken und dann auch gleichzeitig hier sehen, was so es zu Sachen, für Sachen gibt zum Plündern und so. Nice. Okay. Gleich mal ausprobieren. Wie geht das jetzt? Warte, wenn ich im Schleichmodus bin. Nein, das ist der Vogel. Hey, wie geht das jetzt? Also, was ist jetzt die Fackel? Ganz froh, man ist nicht im Sperrgebiet. Ja, ja, egal. Gib mir deine Drachmen. Okay. Okay, Missionen haben wir hier gemacht. Hier gibt es noch ein paar Sachen zu erkunden und so. Hier gibt es jetzt auch Quests, die sind jetzt alle angezeigt. Dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt das hier machen. Was ist das hier? Ach, hier hat einer ein Foto gemacht. Lol. Lol. Okay, hier kann man sich Fotos angucken, was die anderen Spieler getan haben. Ja, gut. Und danach würde ich diese Nebenquest hier machen. Okay. Wie kann ich... Aber wie kann ich denn jetzt... Dies, ich muss nochmal lesen. Wie geht das? Halte gedrückt. Doch. Ah. Okay. So dann. Und dann finde ich so schneller Schätze und so. Okay. Alles klar. Wo ist das Pferd? Ja, komm her. Straße voll. Auf geht's. Und auf geht's. Drücke X. Achso, ah, dann reitet er automatisch. Dann reitet er automatisch dorthin. Das ist wie bei Ding. Wie bei Origin. Ja, das ist ja cool. Wenn man... So, mal kurz auf Toilette will, dann kann man da kurz hinreiten. Komm schon! Ich reite immer gerne, aber selber. Weil ich dann auch die Landschaft angucke. Ja! Ah, oh, da wie viele Tiere. Und auf geht's! Der ganze Wald ist voll. Ein bisschen zu voll. Okay, schauen wir mal, was wir hier haben. Ein verlassenes Haus. Hier gibt es bestimmt irgendwas zu finden. Eine Axt, verzierte Axt. Noch ein. Zack. Eine Schatulle. Mit ein paar Drachmen. Ja, nice. Schatz gefunden. Ist ja sowieso verlassen, dann kann ich auch die Drachmen hier einsammeln. Was aufheben? Okay, was bringt das? Explodiert das oder fängt das Feuer? Ja gut, man weiß es nicht. Ach, schau an. Ein schickes Schiff eigentlich hier. Haben wir hier noch ein Fragezeichen? Nee, ne? Das ist jetzt... Wir wollten jetzt noch die Nebenquest machen. Ja, komm. Bevor wir zur Hauptquest wieder zurückgehen. Können wir ja mal gucken, so wie die Nebenquests aufgebaut sind. Ob die interessant sind oder ob ich die jetzt doch wieder meide. Wollt eigentlich alles machen. Eine Höhle.
Oh, da sitzt ja einer. Hey, wie geht's? Du siehst nicht gut aus. Ich muss sie verärgert haben, die Götter. Na, tu Buße. Oh oh, Mord oder Blasphemie? Weder noch. Früher betete ich in der Drogarati-Höhle zu Hermes. Da sind die Götter auch, weißt du? In der Höhle? Sie erfüllen Wünsche, wenn man ihnen etwas bringt. Also bringen alle Opfer hin und bitten im Gegenzug um etwas. Oh, doch meine Wünsche wurden nie erfüllt. Und nun gehen mir Geld und Opfergaben aus. Ich bin selber arm, weißt du? Ich habe etwas falsch gemacht. Du kennst Hermes. Wer kann ein Schelm sein? Oh, es gibt viele Götter in der Höhle. Alle erbitten etwas anderes. Geh und höre sie selbst an. Ich gebe dir mein letztes Opfer, wenn du es tust. Ich muss wissen, ob sie echt sind. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Dorado. Ich gehe und höre mir die Götter an. Warum nicht? Nun gut, keine Sorge, ich gehe. Oh, danke. Und denk dran, pass auf, wo du hintrittst, Söldner. Du wandelst dort auf heiligem Boden. Das werden wir noch sehen. Okay. Ja, ich besitze alle DLCs. Sonst hätte ich wahrscheinlich nicht diese Maske. Was haben wir denn da? Eisenbrocken. Braucht man bestimmt, um irgendwas zu schmieden oder verbessern. Wer weiß. Ja, ich kann selber auch. Fackeln. Okay. Was in der Nähe anzeigen? So, untersuche die Höhle. Gleich mal hier Höhlenforscher. Schon wieder. Naja, aber das Herz, Erz kann ich gut gebrauchen. Okay. Oh. Da betet sogar schon einer. Krass. Jemand hat ihr Opfer abgelegt. Sieht aus, als hätten sie hinter die Statue bringen wollen. Okay. Stehlen. Ach, man kann die jetzt auch stehlen. Ah. Aber es ist nicht so gut für die Götter. Die Götter zu bestehlen ist nicht so gut. Kann man mit dem reden? Nee. Hoppala. Entschuldigung. Huch. Ich hab gedacht, da läuft eine Spinne. Ich bin sehr schreckhaft. Das wollte ich gar nicht. Okay. Hier zieht es. Vielleicht ein Riss in der Wand? Also, ja, der Riss ist ja wohl nicht zu übersehen. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Also gut, dann löschen wir mal die Fackel. Wenn wir uns nicht erwischen lassen sollen. Vielleicht sind hier Banditen. Danke. Danke. Okay. Einen haben wir hier. Level 2. Na toll. Okay. Wow! Zack! Erledigt. Ziel verloren. Ja. Ziel verloren. In der Dunkelheit habe ich zugeschlagen. Jetzt hab ich dich! Zack! Bam! Boden mit dir! Verdammte Diebe! Hör mit den Sachen! Seltsam, alles ruhig hier. Oh!
Meine Frau ist auch noch im Bunde. Kein Problem. Zack. Auf Wiedersehen. Okay. Ja, was ist denn? Natürlich, ich verfolge doch die Quests. Also. Wie kann man die Götter beklauen? Feiglinge. Komm ich hier hoch? Sehr gut. Da ist noch einer. Surprise! Krack. Okay. Die sind zu zweit. Was haben wir denn hier? Ein paar Drachmen. Pfeile. Drachmen. Danke. Zwei gleichzeitig kann ich nicht erledigen. Okay. Ist hier irgendwie... keine Ahnung. Hochlocken oder so. Kann nur einen eliminieren, den anderen kann ich nur... Nein. Schön im Dunkeln bleiben. Bleib cool. Natürlich läuft er jetzt hoch und sieht die Leiche. Zu spät! Hatte nicht den Hauch einer Chance. Genau, er wurde von hinten angegriffen, so wie du! Zack! Die Leute hätten merken müssen, dass etwas faul ist. So. Und hier ist ihre Beute. Ja. Okay. Die Banditen in der Höhle erledigt. Was haben wir denn hier? Knochen. Weizen. Weizenkörner. In diesen... Naja. Vielleicht war das ein Bauer. Aber hier geht's aber auch noch lang. Gut, hier gibt's wieder... Hier geht's raus. Von hier sind sie also reingekommen. Verstehe. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Okay. Lass uns das aufheben. Alles schön leise abgemurkst. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich hier diese Dinge habe. Ich habe nichts außer meinem Glauben, aber ich brauche Hilfe. Ich bin arm. Ich habe 4 hungrige Kinder und sonst nichts. Ich flechte Körbe für den Markt, aber mein Karren ist beschädigt. Wie soll ich ihn reparieren oder zum Markt kommen? Bitte hilf mir. Soll ich sagen, ich höre dich? Soll ich? Ja, warum nicht? Komm. Ich höre dich, Tochter des Hermes. O mächtiger Gott, ich bitte dich, hilf mir! Dein Gebet wurde erhört. Du wirst Reichtum vor deiner Tür finden, ehe du dich versiehst. Ich wusste, du erhörst mich. Jeden Morgen und jeden Abend gehöre ich dir. Alles unter meinem bescheidenen Dach in Sami ist dir geweiht. Ja, nun geh heim und warte, bis das Schicksal... seinen Lauf nimmt. Das werde ich, großer Gott. Das werde ich. Tja, wenn sie Geld braucht, kommt die Beute der Banditen gerade recht. Okay, wir haben noch eine Quest jetzt. Aber wir gehen jetzt erst zurück. Oh. Geh doch durch. Ich wollte gerade sagen. Okay.
Dann gehen wir mal zurück und dann, helfen wir der Frau. Na, warte mal, da oben war wieder was. Ich hab's schon gesehen. Es leuchtete. Es war Erz. Huch. Alter, wie man hier überall hochklettern kann. Okay, Eisenbrocken. Wie einfach es ist, Gott zu sein. Ja. So, das war's. Alles erledigt, mein Freund. Dort sind keine Götter. Nur Banditen, die den Leuten Hoffnung und ihre Drachmen stehlen. Ich wusste es. Diebe! Wenigstens weißt du, dass Zeus nicht erzürnt ist. Vielleicht hat er ja Erbarmen mit dir. Ich hoffe, Zeus lässt die Banditen seinen Zorn spüren. Keine Angst, sie spürten meinen. Das sollte auch reichen. Ja. Nice. Das hat wieder ein paar Drachmen gegeben. So, jetzt, ich hab schon wieder einen Fähigkeitspunkt, oder was? Nö. Quest folgen. Stand doch gerade die Quest folgen. Egal. So, wo kann man hier Quest? So, wo ist die Quest von der Frau jetzt hier? Oh, das ist das. Gnädiger Gott. Ja, komm, wir haben ja Gott gespielt. Also, da Alexios zugestimmt hat, einen Gott zu spielen, muss er nun auch das Versprechen erfüllen, das er einem verzweifelten Gläubigen gegeben hat. Okay, komm, das machen wir. Nee, das ist die Hauptmission. Wurde das jetzt ausgewählt oder nicht? Warum bitten Sie Hermes um Hilfe? Missionsziel. Sakharets, bin ich jetzt hier wieder bei dem Fragezeichen, oder was? Das ist schon ein wenig, überfüllt. Wieder mal, wie immer. Fußstapfen der Götter. Ja, doch, tatsächlich. Dann machen wir Fußstapfen der Götter und dann, die Hauptmission. Wir sind erst hier auf dieser Insel hier, aber egal. Oh. Ist das auch ein Tempel? Wenn ja, welcher? Aphrodite? Na gut. Dann gehen wir mal in den Tempel. Wow, sieht auch nice aus. Tempel des Zeus. Zeus, den Riesen den Auge ausstach. Oder Zyklop? Nein, das ist nicht Zeus, oder? Keine Ahnung. Eine riesige Schlange. Pegasus. Das geflügelte Pferd. Krass. Interessant. Die Geschichte der Götter. Poseidon. Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Ah, da ist sie ja. Mächtiger Kephalos, ich flehe dich an. Schicke uns einen Kämpfer. Jemanden, der deines Speeres würdig ist. Hilf deiner Priesterin in der Stunde der Not. Hier ist er.
Deine Gebete wurden erhört. Vielleicht nimmst du auch mit meiner Hilfe vor. Naja, sagen wir mal, deine Gebete wurden erhört. Du hast gerufen? Oh, Alexios, du hast mich erschreckt. Warum bittest du um einen Kämpfer? Ich brauche jemanden, der würdig ist, den Speer des Kephalos zu gewinnen. Ich habe einige Inschriften im Heiligtum entziffert. Sie sagen, der Speer wurde in den Höhlen unter Kephalenia versteckt, als der Tempel errichtet wurde. Du könntest ihn mir holen, oder? Ich kann dich auch bezahlen. Ich finde ihn. Wenn der Speer in den Höhlen ist, finde ich ihn. Nun, vielleicht wurdest du doch von Kephalos geschickt. Was ist der Speer von Kephalos? Kephalos hatte einen Speer? Alexios, du hast diese Geschichte bestimmt als Kind gehört. Ich hatte nie viel Zeit für Geschichten. Nun, wahrscheinlich nicht. Du weißt, dass Kephalos Kephalenia gegründet hat und Odysseus Vorfahr war. Sein Speer war ein Geschenk der Götter. Er hat angeblich nie sein Ziel verfehlt. Er tötete seine Frau damit und versteckte ihn in den Höhlen. Er warf ein Speer, der nie verfehlt, auf seine Frau? Er war jagen und hörte etwas im Unterholz. Er dachte, es wäre ein Hirsch. Traurige Geschichte. Klingt gefährlich. Nur, wenn man ihn auf jemanden wirft. Okay. Wozu brauchst du denn den Speer? Wozu brauchst du einen Speer? Du willst doch nicht etwa Soldatin werden, oder? Natürlich nicht. Aber überleg nur, wie viele Menschen zum Schrein kämen, wenn wir den Speer des Kephalos hätten. Mit ihren Spenden könnte ich so viel Gutes tun. Das Heiligtum instand setzen, die Hungernden in Sami ernähren. Ja gut, warum nicht? Und wo ist der Speer? Also, wo ist der Speer? Anscheinend wurde er tief in den Höhlen unter Kephalenia versteckt. Im Norden gibt es einen Eingang, vielleicht versuchst du es dort. Das ist nicht wirklich viel. Vertraust du den Göttern so wenig? Wenn Kephalos will, dass wir den Speer finden, dann findest du ihn. Okay. Das genügt fürs Erste. Ich sehe, was ich finden kann. Oh, danke. Ich bereite einen Platz für ihn im Heiligtum vor. Okay. Wo finde ich das jetzt? Im Norden, hat er gesagt. Muss ich das suchen, ne? Da ist der Speer. Okay, Quest verfolgt. Wir haben ihn. Sami, Duris wird bei seinem Geschäft sein. Ja, okay, aber da gehen wir erst später entlang. Wir holen jetzt erstmal den Speer. Wir haben versprochen, dass wir den großen Gott werden. Dass wir ein großer Gott sind. Wir sind der Krieger der Götter. Okay. Hier muss es irgendwo einen Eingang geben. Da ist er ja. Abwärts. Abwärts. Wuhu! Okay. Schatz geplündert. Aber hier sind Quallen. In der Höhle. Naja, das kann eigentlich hier gar nicht sein, aber egal. So orte ich nichts mehr. Okay. Nichts zu sehen. Schwimmen wir mal hier durch. Gott, ins Dunkel schwimmen. Was eine gute Idee ist. Nichts. Zwei Luftholen. Ein Feuer.
Erstmal hier ein bisschen wieder einsammeln. Pilze, die leuchten. Okay. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Wieder Banditen, oder? Kann's auch anders sein. Wir hier. Zwei Stück. Scheinen Grabräuber zu sein. Abwarten. Weiß nicht, ob der Wusstest das hört. Du, dass er abgelehnt hat? Hä? Wir sollten den Konvoi trotzdem angreifen. Wir haben genug Männer und die haben viel Geld. Huh. Alles, was sich lohnt, ist riskant. Zeigen wir ihnen, wie ernst es uns ist. Dann zahlen uns die Überlebenden freiwillig Schutzgeld. Das höre ich gern. Okay. Hörst du das auch gern? Zack. Und du auch. Dreckige Banditen. Ich höre gerne, wenn ihr schreit. Meine Drach und eure Drachmen in meine Tasche landen. Nice, ich habe den Speer. Okay. Noch ein paar Drachmen. Gibt's keinen schnelleren Weg wieder hier raus? Zu zweit, aber so wie es aussieht, sind sie doch zu dritt. Na gut, dann knipse ich dich halt auch aus. Da! Zack. Erledigt. Okay. Was? No! Du wirst Scheiße. Untergehen! Werde ich nicht! Hast mich erwischt! Es war zu schnell, ich dachte, ich wäre schon draußen. Zack! Jawohl. Ich weiß nicht wieso, aber ich will das immer irgendwie mitnehmen. Ne? Ich glaube, das braucht man echt nachher, um seine Waffen so zu verbessern. Okay. Nice. Wir sind wieder draußen. Hätten wir ja gleich von hier reingehen können. Aber gut, woher sollte man's wissen, ne? Okay, bringen wir den Speer. Okay. Noch immer am gleichen Platz. So, hier. Ein Speer für deinen Tempel. Alexios, bist du hier, um über den Speer zu reden? Habe ich. Oh, gut. Sag, hast du ihn gefunden? Sprechen wir über meine Belohnung. Betrachte ihn als Spende. Ich habe ihn nicht gefunden. Sollen wir gierig sein, aber die haben sowieso nicht... Ach, egal, komm. Betrachte ihn als Spende, was soll's. Betrachte ihn als Spende für den Tempel. Was? Keine Belohnung? Oh, Alexios, ich stehe in deiner Schuld. Wenn mein Tempel dir oder deinen Freunden jemals behilflich sein kann, schick sie her. Ich werde es nicht vergessen. Das ist doch auch schon mal was, ne? Jetzt haben wir eine Unterstützung von dem Tempel.